Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video aus der Reihe für Audacity. Im ersten Video haben wir uns einmal um die absoluten Einstieg gekümmert, Programme herunterladen, einmal was aufnehmen. In diesem Video geht es jetzt um wirklich Audacity Basics, Grundlagen Schritt für Schritt lernen. Und im dritten Video dieser Reihe geht es dann darum, dass wir wirklich konkret miteinander einen Podcast erzeugen. Aber jetzt geht es einmal um diese Audacity Basics. Wir arbeiten ja hier mit Audacity oder Audacity, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Und die Oberfläche haben wir das letzte Mal schon im Groben und Ganzen mal kennengelernt. Und hier geht es ja um Basics und ich habe hier gleich einmal eine Seite aufgerufen von Audacity. Und da steht schon Commands and Keyboard Shortcut Reference. Das heißt, wir werden auch ein paar so Tastenkombinationen kennenlernen. Und wenn du da noch Näheres wissen möchtest, nämlich auch für verschiedene Betriebssysteme, wie zum Beispiel Mac, dann kannst du hierher schauen und wirst dann vielleicht bestimmte Dinge dann ergänzt sehen, noch vertieft sehen oder vielleicht ein bisschen anders sehen, wenn du ein Mac-User bist, denn ich arbeite hier jetzt mit einem Windows-Gerät. Aber im Großen und Ganzen geht wirklich alles ziemlich gleich. Ja, ich gehe jetzt einmal bei mir in mein Audacity-Programm hinein. Wie beim letzten Video schon dargestellt, geht es mal darum, dass ich mein Mikrofon mir auswähle. Das habe ich hier schon ausgewählt. Hier gibt es wieder mehrere. Ich nehme hier mein Rode Mikrofon, Lautsprecher stelle ich ein und habe hier Stereoaufnahme eingestellt. Bei moderneren, neueren Geräten habe ich Stereoaufnahme. Es könnte sein, dass du auch ein Mono-Gerät hast, in deinem Laptop zum Beispiel, dann hast du das ja eh dann dabei. Ich habe hier in diesem Menü mehrere Möglichkeiten und hier stehen dann auf der rechten Seite stehen dann immer auch diese Tastaturkürzel, wenn ich sie dann nochmal erwähne. Rückgängig zum Beispiel Steuerungstaste, Control steht dann für Steuerungstaste. Ja. Das kann ich hier dann dementsprechend dann drücken und kann dann dementsprechend diese Dinge dann machen. Also Steuerungstaste Z, Ctrl Z, bearbeiten, rückgängig machen. Wir starten mal dadurch, dass ich mal hier gehe auf Datei und auf Projekt speichern gehe. Projekt bedeutet, dass ich in einem Projekt all diese Tonspuren, die ich hier erzeugen möchte, dann gesammelt habe. Und exportieren würde dann bedeuten, werden wir dann zum Schluss auch noch machen, dass ich dann wirklich alles, was ich dann habe, was ich da zusammengepackt habe, zusammengestellt als MP3 zum Beispiel exportieren kann. Ich klicke hier jetzt auf Projekt speichern, klicke hier auf OK und bin hier schon erinnern und mein Projekt, weil ich jetzt hier im zweiten Video bin, nenne ich jetzt einmal ganz einfach einmal 02. Ja, und ich fange jetzt damit einmal an, dass ich mir eine Audiodatei mal importiere. Ich zeige dir mal, wo ich diese Audiodatei her habe. Ich habe die hier bei Wikipedia gefunden, commonswikipedia.org, dieses Glockenspiel von Dresdner Zwinger. Wir haben hier die entsprechenden Lizenzhinweise. Ja, und wenn ich dann ganz hinuntergehe, habe ich hier dann die Möglichkeit, das dann herunterzuladen, die Datei. Ich mache rechte Maustaste bei mir im Google Chrome, links speichern unter und die Datei landet dann auf der Festplatte. Und diese Datei hole ich mir jetzt in Audacity hinein, bin jetzt hier wieder in Audacity, gehe auf Datei und gehe auf Importieren. Ich hole mir eine Audiodatei herein, wir haben hier auch einen Audio-Editor, klicke auf Audio. Ich habe mir das so ein bisschen vorsortiert, was ich hier verwende und hole mir jetzt hier diese Datei herein. Die könnte bei dir vielleicht ein bisschen anders lauten, aber so ungefähr Dresdner Zwinger, 12 O'Clock. Lade ich da, öffne ich jetzt hier, wähle sie aus, klicke auf Öffnen und sie landet dann schon bei mir herinnen. Ich habe hier die Möglichkeit dann herunter dann hier diese Tonspur dann dementsprechend entlang zu gehen. Wenn ich jetzt hier auf die Leertaste drücke, dann spielt es ab, man merkt, es ist schon relativ laut. Dann kann ich den Wiedergabepegel dann einstellen, das heißt die Lautstärke kann sich hier dann Wiedergabe verringern, mache ich es einmal wirklich geringer, klicke wieder auf die, entweder da oben oder eben auf die Leertaste. Ja. Wenn ich zu einer bestimmten Stelle gehen möchte, dann wähle ich mir das sogenannte Auswahlwerkzeug, das ist normalerweise hier schon ausgewählt. Und hier siehst du, ich kann unterschiedliche Werkzeuge auswählen. Wenn ich hierher klicke oder die F1-Taste drücke auf der Tastatur, kann ich an einer bestimmten Stelle gehen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hierher gehen und drücke dann dementsprechend hier her auf Wiedergabe. Ich drücke hier auf Pause und da bleibt an der Stelle dann dementsprechend dann stehen. Ich kann ja auch natürlich dann auch bestimmte Ausschnitte markieren. Ich habe hier dieses Auswahlwerkzeug. Bei gedrückter linker Maustaste kann ich hier zum Beispiel einzelne Bereiche dann dementsprechend dann auch markieren und könnte dann auch zum Beispiel damit dann etwas machen. Ich kann zum Beispiel einen ausgewählten Bereich, den ich hier markiert habe, duplizieren, das heißt kopieren. Wenn ich jetzt hier
Steuerungstaste D drücke, ich markiere es vorher mit dem Auswahlwerkzeug, drücke dann die Tastenkombination Steuerungstaste D, wird der Teil, den ich hier gemacht habe, kopiert in eine neue Spur. Das ist es hier, hier hat man verschiedene Spuren. Dieser Teil, den ich vorher kopiert habe, kann ich dementsprechend dann hier kopieren mit Steuerungstaste D. Wäre die Tastenkombination. Ich kann dann auch einen Teil dann verschieben. Ich gehe vielleicht gleich einmal hier in diese zweite Tonspur mit dem entsprechenden Verschiebewerkzeug. Ich kann das mit dem Verschiebewerkzeug machen. Ich gehe jetzt hierher. Siehst Tastenkombination-Taste wäre dann die Funktionstaste F5. Klicke mal hinein. Wenn ich mir dann hier das hier auswähle, kann ich hier das an die entsprechenden Stelle dann schieben. Wenn ich es jetzt hier starte, ich klicke jetzt hier mit dem Auswahlwerkzeug wieder wo hinein. Da oder da, ist auch für sich wurscht. Ich starte jetzt hier mal. Dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass beide Töne automatisch dann dementsprechend dann abgespielt werden. Ich kann jetzt hierher gehen und könnte zum Beispiel die obere Tonspur stumm schalten. Geht es mal hierher. Dann hört man wirklich hier nur die zweite Tonspur. Ja. Gut, das wäre mal das. Ich nehme das jetzt hier mal weg. Das nächste, was ich dir jetzt zeigen möchte, ist, wie man hier eine Aufnahme machen kann. Und Aufnahme bedeutet, dass es dann wahrscheinlich sinnvoll ist, hier eine neue Tonspur zu machen. Und wenn ich jetzt hierher gehen würde, wie im ersten Video schon gezeigt, ich klicke hier drauf, mache eine Aufnahme. Hallo, 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 hallo. Dann würde hier in dieser Tonspur, in der ich gerade bin, hier eine zusätzlich etwas aufgenommen werden. Und wenn ich jetzt hier zum Auswahlwerkzeug gehe, stelle die obere Spur wieder mal stumm, gehe hier hinein. Hallo, 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 hallo. Ja, dann sieht man, dass das hier dann dementsprechend dann der Fall ist. Also vorher wäre es sinnvoll, eine neue Spur zu machen. Spur neu hinzufügen. Ich mache eine Stereospur und kann dann hier in dieser neuen Spur hier zum Beispiel dann etwas aufnehmen. Ja. Was ich jetzt aufnehmen möchte, ist ein Text, nämlich Backe, Backe, Kuchen. Diesen Text nehme ich hier von Wikipedia. Da gibt es eine eigene Seite, wo so dieser Text und dann auch die Melodie wäre hier dann der Fall. Steht und den werde ich jetzt dann hineinsprechen und für jede Zeile mache ich dann eine eigene Tonspur. Gut, ich nehme mal auf. Backe, backe, Kuchen. Das stört mich hier dann dementsprechend hier diese Bereich da oben. Mache dann wieder eine neue Spur auf. Eine Stereospur. Und dann kommt schon der nächste Bereich. Und ich werde jetzt dann diese einzelnen Zeilen dann aufnehmen. So, ich habe jetzt diese Tonspuren gemacht. Das ist, es sind einige zusammengekommen, die wir da dementsprechend haben. Und schauen wir mal in diese erste Tonspur hinein. Die anderen habe ich alle auf stumm geschaltet, was ich da jetzt gemacht habe. Backe, backe. Und ich bin hier beim ersten Backe, Backe, Kuchen. Und bei diesem Backe, Backe, Kuchen möchte ich jetzt weiterarbeiten. Ich möchte hier jetzt diesen Ausblick, möchte das hier vergrößern. Wenn ich hierher gehe, siehst du, hier rechts oben, wenn ich hineinzoome, kann ich das dementsprechend hier mir vergrößert dann darstellen und sehe dann die einzelnen Wörter dann auch dementsprechend dann besser dargestellt. Ich kann das auch machen, indem ich mit der Maustaste jetzt dann linke Maustaste gedrückt lasse, vergrößere oder mit der Steuerungstaste das Mausrad rein oder raus drehe. Wenn ich jetzt hier mit dem Auswahlwerkzeug hergehe und abspiele, backe, 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 Backe. Das heißt, nach Backe würde ich das in dem Fall hier dann aufhören. Und ich könnte jetzt hier hergehen und könnte diesen Clip dann an dieser Stelle dann, also diese Tonspur, könnte ich an dieser Stelle dann auch trennen. Wie mache ich das? Entweder mit Steuerungstaste I, das wäre die Tastenkombination, oder ich gehe auf Bearbeiten, Clipgrenzen, Trennen. Und habe dementsprechend jetzt hier eine Trennung gemacht. Und das in Stereo-Wandel mache ich dann bei der nächsten Tonspur, nämlich beim Bereich der Bäcker hat gerufen. Ich gehe jetzt hierher, hebe das stumm auf, gehe jetzt da hinein, hören wir das wieder an. Und dann möchte ich der Bäcker dann stumm machen. Ich wähle es jetzt hier aus mit dem Auswahlwerkzeug, der Bäcker. Hier habe ich das und gehe jetzt hierher und wähle dann diese Möglichkeit aus, Auswahl in Stille umwandeln. Und da würde dann, wenn ich das jetzt hier wieder abspielen würde, würde dieser Bereich hier dann nicht mehr gehört werden. Hat gerufen, würde dann dementsprechend wieder dargestellt werden. Ich kann jetzt auch einzelne Bereiche dann auch ausschneiden. Das mache ich jetzt dann in der nächsten Tonspur. Diese hier gebe ich wieder stumm, nehme ich das hier wieder weg.
Ich höre jetzt da wieder hinein, was ich hier habe. Wer will guten Kuchen backen? Und da kann ich hier den ersten Bereich, zum Beispiel wer will, ausschneiden. Und das kann ich hier mit einer Tastenkombination wieder machen. Das wäre dann die Tastenkombination Steuerungstaste X. Und du siehst, es ist hier nachgerückt. Dementsprechend, ich mache es jetzt wieder rückgängig, dass du das wieder sehen kannst. Rückgängig ausschneiden. Mach wieder Steuerungstaste X und pass auf, es wird hier gleich das Nachrücken, das wird nach links geschoben. Das ist natürlich manchmal sinnvoll, manchmal nicht. Manchmal ist es sinnvoller, wenn ich einfach nur einen Bereich dann erzeuge, wo eben nichts nachrückt. Ich mache es jetzt wieder rückgängig. Ausschneiden. Und gehe jetzt hier, gehen wir da in die Mitte rein, da kann man es besser zeigen. Und in der Mitte schneide ich das jetzt weg, ohne dass es nachgerückt wird. Und das mache ich dann mit Steuerungstaste Alt-X. Steuerungstaste, Alt-Taste und dann X drücken. Und du siehst, das ist dieser Bereich hier dann praktisch verschwunden, ist dann ausgeschnitten worden. Ich könnte an einer anderen Stelle wieder einfügen. Ich gehe mit dem Auswählwerkzeug hierher und füge es dann ein und drücke dann dementsprechend an die Steuerungstaste V. Und hier an der Stelle ist der Bereich, der hier war, dann hingekommen. Ich kann natürlich dann auch entfernen, ohne dass ich einfach was ausschneide. Ich mache dann hier wieder diese eine Spur, wo wir gerade waren. Ich mache sie wieder stumm, hier hebe ich das auf. Hören wir wieder an, was ich dann hier habe. Der muss haben, sieben Sachen. Und da kann ich dann mir einen Teil dann auswählen. Nehmen wir dann einen Teil zum Beispiel da herinnen. Und ich drücke jetzt die Entfernen-Taste. Und der rutscht dann dementsprechend nach, also ähnlich wie es beim Ausschneiden war. Jetzt mache ich wieder den Teil stumm. Gehe zur nächsten Tonspur. Hören wir dann an, was ich hier habe. Eier und Schmalz. Und da möchte ich jetzt in dieser Tonspur möchte ich dir zeigen, wie ich einen kleinen Teil oder einen gewissen Teil hier, was die Tonhöhe, Tonspur betrifft, die Lautstärke und so weiter, wie ich das hier ganz gezielt verändern kann. Also nicht für die ganze, sondern für einen gewissen Teil. Und da gibt es wieder ein tolles Werkzeug, das ist das Hüllwerkzeug. Da gehe ich jetzt hierher und suche mir dann dieses Hüllwerkzeug. Das wäre mit F2 auch zu finden, das ist das Hüllwerkzeug. Und da kann ich jetzt dementsprechend dann zwei Punkte machen. Du siehst, die verwandelt sich der Mauszeiger. Ich gehe jetzt einmal hierher. Und dann mache ich einen zweiten Punkt. Warum mache ich zwei Punkte? Weil ich dann dazwischen nämlich dann hier etwas verändern kann. Bei gedrückter linker Maustaste kann ich dann hier diese Tonspur, in der ich gerade bin, kann sie dann dementsprechend dann absenken. Ich könnte sie auch so verzerren ein bisschen, aufsteigen, was auch immer. Und schauen wir uns dann an, wie sie das jetzt anhört. Ich gehe dann mal recht weit nach unten. Nehme wieder dann dieses Auswahlwerkzeug, gehe da hinein und jetzt hören wir uns das an. Eier und Schmalz. Du siehst, da herinnen, in diesem Bereich ist die Tonlautstärke hat dann abgenommen. Da könnte man bestimmte Dinge dann ausblenden, darüber vielleicht etwas lauter machen in einer anderen Tonspur. Das wäre hier so die Funktion mit diesem Hüllwerkzeug. Und so kann man dann, wenn man sie nach oben nach unten zieht, das heißt, vertikal kann man die Lautstärke verändern und wenn ich es vertikal ziehe, das Hüllwerkzeug, kann ich es langsam oder schneller ansteigend machen. Jetzt möchte ich zeigen, wie man es für die gesamte Tonspur machen kann, also in dem Fall nicht mit dem Hüllwerkzeug. Ich gehe jetzt hier hinein und möchte da mal die Lautstärke für das Gesamte verändern, für die gesamte Tonspur. Schauen wir uns mal an, was wir da haben. Zucker und Salz. Und da könnte ich jetzt hergehen und könnte die Lautstärke ganz stark hinunterdrehen, schauen wir mal an, ob das eine Auswirkung hat. Du siehst, es ist viel leiser geworden in der gesamten Tonspur. Jetzt mache ich es viel lauter. Ich hoffe, wir beschrecken uns nicht gleich. Zucker und Salz. Und da stelle ich das eben für die gesamte Spur ein. Jetzt möchte ich zeigen, wie man das Tempo verändern kann. Ich stelle die Spur wieder auf stumm, gehe in die andere Spur hinein. Hören wir uns mal an, wo wir gerade sind. Milch und Mehl. Ich muss hier einen Bereich auswählen, den ich verändern möchte. Vielleicht arbeite ich noch mal etwas nach hier. Oder nehmen wir nur den Bereich, gehe wieder auf Effekt, gehe dann auf dementsprechend dann Tempo, gehe mal hierher, klicke auf OK, spieße noch mal ab. Milch und Mehl. Da hat man schon, glaube ich, gemerkt, dass das dann schneller wurde. Und wenn ich es in die andere Richtung den Schieberegler ziehe, kann ich dann das Tempo dann auch verlangsamen. Mache ich das einmal hier. Ich gehe wieder auf Effekt, Tempo ändern und ziehe das jetzt an der Stelle dann
ganz stark da herüber, andere Richtung, klick auf OK, da ist es länger geworden, das ist es hier schon, ich spiele es jetzt hier ab. Milch und Mehl. Jetzt möchte ich ja noch zeigen, gerade wenn das Mikrofon nicht so gut ist, wie man dann Rauschen entfernen kann. Ich stelle diese Spur wieder mal auf Stumm, da hole ich mir den Ton wieder rein. Safran macht den Kuh. Ja, Safran, wenn ich daher gehe, würde ich hoffentlich Safran sagen. Und Rauschentfernen geht so wiederum, ich markiere einen Bereich, wo ich nichts wirklich sage, wo ich nicht etwas spreche, ist ganz wichtig, und gehe dann wieder auf Effekte und habe dann hier Rauschverminderung. Das wähle ich mir hier aus und klicke hier auf Rauschprofil ermitteln. Hier steht es eh, man sollte in Bereichen, wo eben nicht gesprochen wird. Das wird jetzt ermittelt. Und jetzt könnte ich dann hergehen und könnte einen Bereich dann hereinnehmen. Schauen, ob es bei mir was bringt, aber mein Mikrofon ist relativ gut. Gehe dann wieder auf Rauschverminderung und in dem Bereich, den ich hier markiert habe, sollte dann dementsprechend dann das Rausch verringert werden. Ich könnte hier mir dann je nachdem eine bestimmte Empfindlichkeit dann auch einstellen. Da kannst du ein bisschen experimentieren. Ich lasse es jetzt einmal so, klicke auf OK. Und er bearbeitet das Ganze dann. Mein Computer hat das rasch gemacht und wenn ich dann abspielen würde, würden dann hoffentlich bestimmte Rauschmerkmale dann dementsprechend dann auch verschwinden. Ja, jetzt möchte ich zeigen, wie man die Metadaten eintragen kann. Das habe ich im ersten Video schon gezeigt beim Export. Man geht hier auf Bearbeiten, Metadaten, dann erscheint dieses Menü, das normalerweise erscheint, wenn ich MP3s exportiere zum Beispiel. Und da trage ich dann den Künstlernamen ein, den Spurtitel, Albumtitel, Spurnummer, Jahr, Genre und so weiter. Ich habe diese Sachen jetzt schon eingetragen. Beim Genre möchte ich darauf hinweisen, beim Podcast ist es ganz günstig, da kann ich eine Auswahl treffen. Verschiedene Dinge, die ich da drinnen habe, kann man dann das geeignete dann aussuchen. Wenn du irgendwelche Lieder hineinbringst, dann kannst du natürlich da dementsprechend was hineingeben. Ich wähle mir hier Vokal aus. Das wählt man eigentlich immer dann, wenn man hier etwas aufnimmt. Einen Podcast zum Beispiel macht, könnte man das zum Beispiel hier dann dementsprechend dann sich aussuchen. Ja, und dann kann ich natürlich hergehen und könnte meinen Podcast dementsprechend dann exportieren. Hier macht es relativ wenig Sinn vielleicht, weil ich hier nur einen einzigen nicht stumm geschaltet habe. Aber ich könnte ihn dann ganz einfach exportieren, indem ich hier gehe, wir sind ja bei den Basics, auf Datei exportieren, als MP3 wählen. Dann fragt er mich schon nach dem Dateinamen, weil die Metadaten habe ich vorhin auch schon eingetragen. Er schlägt mir hier 02 vor. Dann würde ich hier die Qualität dann auf beste Qualität stellen und Stereo belassen. Wenn du ein Stereo-Mikrofon hast, wird hier Stereo stehen. Ansonsten hast du eben eine andere Auswahl. Klicke ich auf Speichern und es wird dann exportiert. Da wird nochmal die Metadaten dargestellt. Ich klicke auf OK, da muss ich nichts mehr ändern. Und die Datei wird exportiert und landet dann bei mir auf meiner Festplatte. Da ist meine Datei auch gelandet auf der Festplatte. Ich mache hier mal rechte Maustaste Eigenschaften unter Windows. Gehe in Details hinein und dann siehst du, dass hier die ganzen Metadaten eingetragen sind, auch die Länge. Und ich habe nur diese eine Tonspur da aktuell gehabt, deswegen hat er sie auch sehr rasch exportiert. Und es wäre in dem Fall hier dann nur 3 Sekunden gewesen. Und wenn ich es mir anhören möchte, mache ich einen Doppelklick drauf, je nachdem welches Programm du jetzt da mit deinen Audiodateien verbunden hast. Safran macht den Kuchen gel. Ist das dementsprechend hier dann erzeugt worden. Ja, das waren so dementsprechend, glaube ich, die absoluten Basics, die man da können sollte. Aufnahmen, Lautstärke, Schneiden, Verschieben, Metadaten, MP3, Export und so weiter. Und damit könntest du, bist eigentlich schon gut gerüstet, um deinen eigenen Podcast zu erzeugen. Wie man das konkret machen kann, an einem Beispiel zeige ich dir jetzt dann im dritten Video.